Willkommen zurück zu Evoland in der Legendary Edition. Sie ist leer. Und im letzten Mal haben wir versucht, Dalkin herauszufordern, aber wir wissen jetzt noch nicht, wie wir ihn überzeugen können. Wir müssen das Haus irgendwie kaufen, aber ich weiß nicht wie. Muss ich dafür in die Vergangenheit und das Haus kaufen? Könnte eine Lösung sein. Wir reisen einfach mal in die Vergangenheit und schauen mal, ob wir das Haus kaufen können. Oder in die Zukunft. Denke ich eher in die Vergangenheit, oder? Da geht es dann. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt das Fragment des Feuers. Wer weiß, was aus diesen Piraten wird. Vielleicht finden sie einen neuen Ort zum Leben. Ich hätte gerne einen Ort, den ich zu Hause nennen kann. Falls ihr weitere Informationen zu den Fragmenten des Magischlüssels braucht, kommt ruhig zu mir. Nee, stopp. So war es nicht gemeint. Ach, ich muss wieder anders hin. Gehen wir mal da hoch in den Wald. Da oben war ja... Ach nee, das, da komme ich ja gar nicht hin. Da war ja gar keins. Nehmen wir hier die Brücke. Oder dann hier rüber. Gehen zu den Ruinen. Mal gucken. Vielleicht hilft uns das ja hier weiter. So, mal gucken, ob wir jetzt in dieser... können. Oh. Ist in der Vergangenheit? Sind wir jetzt in der Zukunft? Weiß ich jetzt gerade. Wir können ja hier ruhig mal gucken. Hier sind auch die Ruinen. Ja. Verändert. Nur, weil sie diesmal hier nicht besuchen können. Sehr merkwürdig finde. Also hier ist nichts zum Finden, zum Suchen, wie auch immer. Ja. Das heißt, dann gehen wir mal über das Wasser. Das ist auch das erste Mal, was wir jetzt in 3D sehen. Ach, und jetzt darf ich hier nicht mal mehr lang. Ja, moin. Doch. Ich muss ernsthaft immer noch außen rum. Oh Leute, ihr wollt mich doch jetzt ärgern, ne? Jetzt sehen wir hier mal, was hier unter Wasser ist. Irgendein großes Rohr. Hier gerne eine andere Ansicht. Okay, gut. In Entfernung sehen wir, dass das da irgendwie schwebt. Da komme ich auch nicht ran, ne? Aber hier komme ich hier ran, weil es hier geschmolzen. Ah. Eishöhle. Ist ein Magilit. Glaub's nicht. Kann man machen. Warum reise ich denn jetzt die Zeit? Seid ihr hier oben gelandet? Ich bin Olaf, der letzte Wikinger. Meine Leute gingen unter. Er unser Dorf verschlang. Das haben wir nur getan, um die große Schildkröte zu verärgern. Ja, ein Kartenspiel würde ich gerne machen. Ich hoffe, du hast jetzt nur... Ach, wunderbar, Nutzer. Na, dann gehört er doch schön gesnackt hier.
Wow. Was? Oh, holy shit. Das könnte jetzt dann echt böse enden, weil er jetzt dann 8 hat. Noch mehr. Da kommt er jetzt gerade mal mit richtig bösen Sachen raus. Aber es geht eigentlich noch. Ah ja. Na komm. Und schon haben wir gewonnen. So knapp. Hier, ihr für die Karte. Großer fieser Troll. Zum Glück hat er den nicht ausgespielt. Ich glaube, dann hätten wir richtig alt ausgespielt. Moment. Eis? Okay, hier kann ich nichts machen. Gut, haben wir verstanden. Warum kann man hier nur zwischen zwei Zeitzonen hin und her reisen? Ach! Er ist nicht da. Wir kommen raus. Aber hier kommen wir zum tiefen Eis. Also hier ist dann wahrscheinlich diese Eiswelt. Wir bekommen hier nicht oft Außenseiter zu Gesicht. Seid ihr durch den Tunnel unter dem Meer hergekommen? Sieht mir nach Trollen aus. Ja, nee, ist klar. Ich bin ein Troll. Lal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 a. Mein Wikinger-Krieger zu werden, müsst ihr zuerst eure Ausbildung abschließen. Außerdem verkaufen wir unsere Waffen nur an echte Krieger. Okay, wir haben also eine Ausbildungsaufgabe. Wir Wikinger sind geboren, um zu kämpfen und zu erobern. Unsere Kinder trainieren schon in den Krippe, damit großen Kriegsherren heranwachsen. Nur jene, die den großen Schildkröte ihren Mut beweisen, werden mit unendlichem Leben belohnt. Oh, das ist gut. Ich gerne. Überwache den Tunnelbau. Wir müssen auf eventuelle Einstürze achten. Das würde uns Jahre der Arbeit kosten. Okay, aber... Komme ich nicht weiter. Komme ich nicht weiter? Achso. Das war fies. Habe ich nicht gesehen. Es gab Ketzer, die behaupteten, dass die große Schildkröte nicht die Welt auf ihrem Rücken trage, sondern auf dem Meeresgrund lebe. Haha, dem Meeresgrund. Bei den Fischen. Wir haben sie alle umgebracht. Die Götter haben es erlaubt. Also haben wir wohl das Richtige getan. Am Anbeginn aller Zeit war unser gesamtes Land überflutet. Doch der Gott Magi schuf Eis unter unseren Füßen, denen wir laufen konnten. Und um uns zu leiten, schuf er die große Schildkröte. Das jährliche Turnier der großen Krieger beginnt schon bald. Nur jene, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, sind zur Teilnahme berechtigt. Dieses Jahr trägt der Sieger ein bemerkenswertes Artefakt davon. Wir haben es bei den Grabungen für unsere großen Tunnel unter dem Meer gefunden. Rabalin, Sohn des Fundin, Sohn des Farin, Sohn des Borin, der mit den Grabungen für den großen Tunnel begann. Visionär, der er war, wusste er, dass die große Schildkröte unsere wahre Tapferkeit erkennen würde, wenn wir nur alle Bewohner des Kontinents ausschlachten. Ohne den großen Tunnel gäbe es keinen Weg dorthin. Die vereisten Berge sind unüberwindlich. Nicht ganz richtig, aber okay, gut. Ah, kann ich nicht. Schade, ist eine Angel. Super Mario? Hier? Die Welt ist ein Dorf. Nach eurer spektakulären Flucht aus dem Kolosseum wurde ich gefeuert. Ich gebe zu, für kurze Zeit litt ich an Depressionen. Aber ich bin euch auch dankbar. Euretwegen fand ich endlich meine Bestimmung im Leben. Ich beschloss, die Welt zu erkunden, um mit der Geschichte meiner Reise zur kaiserlichen Bibliothek zurückzukehren. Dies wird mein Lebenswerk sein, die Reise von Largo Legrand. Über Generationen haben wir Körper und Geist trainiert und nun ist unser Volk bereit. Den ersten Abschnitt unseres Tunnels unter dem Meer haben wir bereits fertiggestellt. Bald schon werdet ihr den Kontinent erreichen und dort einfallen, um ihn nach Herzenslust zu plündern und in Schutt und Asche zu legen. Hallo, seid ihr hier, um euch zum jährlichen Wikingertum anzumelden? Ja, tut mir leid, aber ja. Anzumelden müsst ihr zuerst eure Ausbildung abschließen. Na toll.
mache ich die Ausbildung? Mein Sohn hat erst kürzlich sein Training abgeschlossen. Wird langsam Zeit, dass er diesen Höhlentrollen eine Abreibung verschafft. Verdammt, schließlich ist er schon 6 Jahre alt. Wird beim Training wohl nachsitzen müssen, wenn er ein großer Krieger werden und unendlich Leben erlangen will. Wir verehren die große Schildkröte. Sie ist riesig und trägt die ganze Welt auf ihren Rücken. Mit ihren blaugrauen Panzer und den orangenen, leuchtenden Augen findet sie euch, wo immer ihr sein mögt. Ihr wollt durch den Tunnel gehen, dann braucht ihr eine Genehmigung vom Leutnant Ingenieur. Es sollte um diese Zeit nach Hause kommen. Oh. Ah, Mana. Mana. Unser Boss bereitet sich auf das jährliche Turnier vor. Wenn ihr genügend Kämpfe gewonnen habt, könnt ihr selbst gegen ihn gegenübertreten. Geht zum Schalter, um euch anzumelden. Ja, und wo ist der Schalter? Ich nehme mich den jetzt hier auf den Arm. War doch hier beim Schalter und wollte mich an. Ja, wo kann ich meine Ausbildung beginnen? Melde ich mich an. Ahan. Ah, weiß ich, du überwachst den Tunnelbau. Meine Güte. Trolle besiegen. Aber wo besiege ich jetzt Trolle? Wo besiege ich jetzt Trolle? Ah. Komm mal hoch. Ah, jetzt darf ich da durch. Oh, und so welche geilen Kristalle. Was zum Teufel? Was haltet ihr denn aus? Respekt. Respekt. Gut. Bevor ich da jetzt weitergehe, würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part. Ein kürzerer Part, dafür aber viele Informationen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tor 3. Tschüss.